Nun habe ich auch während meines diesjährigen Thailand-Aufenthalts jede Menge Hühner gefilmt und war auch mit auf der Rinderweide. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, mal ein paar Wasserbüffel aufzunehmen. Hier liegt gerade einer faul in der Mulde und suhlt sich im Schlamm ganz gemütlich. Aber das kann auch recht gefährlich werden, wenn man da zu nahe kommt. Und da kann man schon ganz leicht mal auf die Hörner genommen werden. Das kann passieren. Im Moment sieht alles noch recht friedlich aus, aber ich habe es auch schon erlebt, wie die Stimmung ganz plötzlich umgeschlagen ist. Und die Viecher sind losgerannt in meine Richtung. Da habe ich aber die Videokamera geschnappt und habe die Beine in die Hand genommen. Ich bin ja noch nicht so ein ausgesprochener Naturfilmer. Daher bin ich ganz froh, wenn ich da so einen Zoom habe, dass ich nicht körperlich so nah ran muss. Bin da lieber vorsichtig mit den Viechern, wo ich mich nicht auskenne. Der hier macht auch einen recht behäbigen Eindruck. Und ich bin auch froh, wenn das so bleibt. Wackelt ein bisschen mit den Ohren. Und mit dem Schwanz. Hier grast der andere Kollege. Ich habe es noch gar nicht gezählt, wie viel es sind. Ist ja auch egal. Sieben Stück sind es insgesamt. Hier kommt noch einer angetrottelt. Das macht Spaß in dem Wasserloch, ne? Eieieiei. Was ein Schlamm. Ach, die sind angeleint. Also brauche ich gar nicht solche Bedenken zu haben, dass sie auf mich losgehen. Ich dachte, was sind denn jetzt für Geräusche hier? Kommen noch so ein paar kleine angewackelt aus der anderen Richtung. Ja, die scheinen dazu zu gehören. Das sind die Kälber, die haben noch keine Hörner. Das ist ja ein ganz schöner Bulle hier. Mann, 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 Mann.
Der bringt schon ein bisschen was auf die Waage.